Wie war es denn für euch, der Weltjugendtag in Krakau 2016? Es war ein absolutes Erlebnis. Weltjugendtag ist immer das Allerbeste, was einem passieren kann. Und Panama ist eigentlich schon gebucht, wo wir hinfahren in 3 Jahren. Also ich kann nur jedem empfehlen, mitzufahren. Und wie geht's dir? Wie siehst du das auch so? Ja, es war natürlich total anstrengend, hier 2 Wochen zu überleben, vor allem bei der Hitze. Aber jetzt ist man froh, wieder nach Hause zu können. Ich sehe es eigentlich genauso. Ich freue mich eigentlich schon auf mein eigenes Bett, eigenes Badezimmer. Aber diese 2 Wochen waren unglaublich. Und wie fandest du den Papst? Nett wie immer, ne? Nein, er war super. Super Stimmung hat er gemacht, er hat tolle Reden gehalten. Alles super. Hast du dir etwas besonders gemerkt, was er gesagt hat? Also ich fand den Spruch gut, dass wir nicht vor 20 Jahren Rente gehen sollen. Und ich denke mal, das werde ich auch beherzigen. Hat sich noch jemand was vom Papst gemerkt, das er zitieren möchte, das ihn beeindruckt hat? Also der Papst hat gesagt, dass wir Jugendlichen quasi die Träger der Zukunft sind. Und das, finde ich, auch sollten wir uns beherzigen, weil wir einfach auch das in der Hand haben später. Was hast du denn vom Papst mitgenommen? Was habe ich vom Papst mitgenommen? Ja, ich soll mich jeden Tag in das Leben verlieben und jeden Tag neu. Ja, und die Welt braucht keine Couch-Jugendlichen, habe ich jetzt gehört, ja. Ja, er spricht sehr bildhaft, sehr eingängig, gefällt mir gut. Also ich mag den Papst, deswegen bin ich hier. Was nehmt ihr mit vom Weltjugendtag nach Hause? Was ist im Rucksack jetzt alles drin? Was im Rucksack alles drin ist? Ich glaube, ganz viel Zusammenhalt. Auch für mich persönlich hat sich der Glaube nochmal ganz tief in mir befestigt. Und ich glaube, insgesamt die Atmosphäre und das ganze Feeling, unfassbar. Danke. Tschüss! Bis zum nächsten Weltjugendtag in Panama!